sind wir die 4 Tage hier geblieben, haben 2-mal trainiert. Habe ich schon mal die Zeit gut genutzt, ja. Über diesen Sonntag würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Das ist ja durchaus besonders, dass der KSC in das Stadion zurückkehrt, in dem er im Mai den Aufstieg verspielt hat in der Relegation. Haben Sie sich an besagter Stelle noch mal eingeschworen mit der Mannschaft? Dies Jahr wird es anders? Dies Jahr gehen wir hoch? Ja, könnte man meinen. Ne? Das war ja etwas kurios, aber gut, wir wollten halt das Spiel anschauen. Nein, wurde gerade angesprochen. Es ist für uns so eine Art Bonusspiel. Natürlich, vor 14 Tagen das Spiel fiel aus, jetzt müssen wir heute antreten. Haben auch der Mannschaft gesagt, ne? Wir sind momentan Tabellenzweiter, wir können auch die Tabelle lesen und können eigentlich heute Abend die Situation etwas verbessern. Das wollen wir auch tun. In Jena am Samstag gab es nur einen Teilerfolg, 1:1 am Ende. Es war deutlich mehr drin, Sie hatten gute Chancen, Sie haben einen Elfmeter verschossen. Mussten Sie die Jungs im Anschluss ein bisschen aufheitern? Ja, das gehört zum Fußball dazu. Natürlich waren wir kurz nach dem Spiel alle enttäuscht, aber es geht ja weiter. Und von daher gesehen ist richtig, es war etwas mehr drin. Wir haben die erste Halbzeit weniger gut gespielt. In der zweiten Halbzeit in Unterzahl waren wir eigentlich die effektivere Mannschaft. Wir hatten auch bessere Möglichkeiten wie Jena, dazu der verschossene Elfmeter. Ja, im Normalfall sollst du so ein Spiel gewinnen, aber wie gesagt, wir haben nicht lange getrauert, haben uns auf das Spiel jetzt hier vorbereitet und sind wieder total fokussiert. Sich vorbereitet hat auch Ihr Trainer und wir haben ihn dabei beobachtet. Der einsame Alois war vorhin nach der Platzbegehung lange, viele, viele Minuten alleine auf dem Platz unterwegs. Erst im Dunkeln, dann im Hellen. Hat sich Gedanken gemacht in der Zeit und wir... Nee, das bleibt bei mir, was ich mit dem Gang gemacht habe. Aber letztendlich waren wir relativ früh hier, deswegen... Das Wetter ist schön. Ich meine, vor gut 14, 15 Tagen, wo wir hätten spielen sollen, war ja Land unter mit dem Schnee. Und der Platz sieht wirklich gut aus, muss man sagen. Und deswegen habe ich nur ein bisschen die Zeit vertrieben. Wie wollen Sie es heute angehen gegen einen schwer angeschlagenen FSV Zwickau? Wo wir es angehen? Wir haben erstmal 2 zu ersetzen. Das ist mit Daniel Gordon und Manuel Stiefer, die ausfallen werden durch die Sperren. Werden Christoph Kobalt Kyung Rok Choi in die Mannschaft rutschen. Die haben eine gute Vorbereitung gemacht, jetzt kriegen sie ihre Möglichkeit. Wir wollen natürlich unsere Möglichkeiten heute wahren. Ja, wir können heute punkten, kein anderer kann punkten und das wollen wir hier zeigen. Stiefler und Gordon haben bislang immer in der Startformation gestanden. Wie schwer wird es, die beiden zu ersetzen? Natürlich nicht einfach. Gerade Kobi hat das erste Spiel von Anfang an. Für uns, obwohl er eine gute Vorbereitung gemacht hat. Wettkampf ist immer was anderes wie in der Vorbereitung. Aber ich traue es ihm zu, dass er ein gutes Spiel macht, weil er ein guter Fußballer ist. Und bei Kyung Rok Choi genauso, der eine gute Vorbereitung gemacht hat, dass er sich endlich so ein bisschen mal angepasst hat, in Karlsruhe angekommen ist. Und ich hoffe, dass er auch seine Sache gut macht. Dass wir in der Abwehr gut arbeiten, gerade gegen robuste Männer von Zwickau, die auch sehr groß sind. Und natürlich dann unser Spiel nach vorne aufziehen wollen. 2 Neue also in der Startformation gegen den FSV Zwickau, der in der Rückrunde noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Oliver Kreuzer, wie schätzen Sie den FSV ein? Was muss Ihre Mannschaft heute abliefern, um 3 Punkte mitzunehmen? Sie sind auf jeden Fall besser wie die letzten 3 Partien. Da haben sie jeweils kein Tor geschossen. Wir haben es selbst erlebt im Hinspiel, dass Zwickau eine gute Mannschaft hat. Und ja, der Trainer hat auch angekündigt, dass es einige Veränderungen geben wird in der Zwickauer Mannschaft. Das hat er auch getan. Ich erwarte heute eine sehr aggressiv spielende Mannschaft aus Zwickau. Und für uns gilt es natürlich dagegen zu halten einerseits, andererseits auch unsere spielerische Qualität dann in die Waagschale zu werfen. Oliver Kreuzer, vielen Dank für diese Einschätzung. Alles Gute. Und wir widmen uns noch dem FSV Zwickau. Oliver Kreuzer hat es angesprochen. 5 Veränderungen beim FSV in der Startformation nach zuletzt 0 Punkten und 0 Toren in der Rückrunde. Wir haben Joe Enox gefragt, welches Signal er sendet mit diesen 5 Wechseln an die eigene Mannschaft. Kein Signal. Also wir haben halt die erste 3 Spiele in der Rückrunde verloren gegen gute Gegner. Ist klar, dass wir halt mehr Punkte holen wollten. Wir haben englische Woche, gezwungenerweise englische Woche, halt Samstag, Dienstag, Sonntag.
Es ist halt schon in der Saison, dass wir halt immer aufpassen müssen, dass die Spieler sich regenerieren können. Und das ist halt der Grund, wieso wir halt so oft gewechselt haben. Wir haben halt nicht gut gespielt gegen Köln. Die Jungs, die halt hinten dran sind, halt, haben eine Chance verdient. Aber wir sind eine Mannschaft, wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Und die Jungs, die jetzt heute auf dem Platz stehen, die müssen halt heute Gas geben, wenn wir halt hier gewinnen wollen. Das heißt, die Stammspieler, die auf der Bank sitzen, Frick, Miatke und Lange, schon klarer Vorgriff auf den Abstiegsgipfel in Jena. Ja, also jeder hat die Chance, gegen Jena zu spielen. Natürlich halt Fricker bei allen drei Spielern. Wir wissen ganz genau, was wir an denen haben. Aber wir wissen auch ganz genau, was wir an Alex Katales haben, was wir an Brian Gaul haben, was wir an Mike Königer haben, die halt in der letzten Zeit nicht so oft gespielt haben. Und deswegen machen wir uns keine Gedanken. Wir sind eine Mannschaft und alle Spiele gehören dazu. Und die Jungs, die hier heute auf dem Platz stehen, sollen halt Gas geben und hinterher das Spiel gewinnen. Sie haben Ihrer Mannschaft nach der Niederlage in Köln vorgeworfen, dass Sie den Einsatz, den Willen, den Kampfgeist haben vermissen lassen über einige Strecken des Spiels. Das ist ja etwas, was den FSV Zwickau eigentlich auszeichnet. Was haben Sie mit der Mannschaft gemacht in den paar Tagen, die Sie Zeit hatten, um das zu ändern heute? Letztendlich hat meine Mannschaft gar nichts vorgeworfen. Die Mannschaft wir sind selber. Sie haben schon gesagt, dass Sie in einigen Phasen das vermisst haben. Ja, das haben wir halt gemeinsam halt gesehen, also die Mannschaft auch. Na, es ist nicht so, dass ich sage, die Mannschaft hat nichts gebracht und die Mannschaft ist trotzdem mit ihrer Leistung zufrieden gewesen. Die ist auch mit ihrer Leistung unzufrieden gewesen. Diese Kleinigkeiten im Spiel, auch teilweise gegen Braunschweig in der zweiten Halbzeit, nicht griffig, nicht giftig in den Zweikämpfen. Das ist das, was uns immer stark gemacht hat. Das ist einmal jetzt passiert in dieser Saison. Einmal gegen Köln und auch nicht über das ganze Spiel. Und da muss man halt schnell korrigieren, wenn wir halt diese Liga bestehen wollen. Sie hoffen endlich wieder auf einen Heimsieg oder zumindest mal wieder ein Tor. Der FSV muss offensiv zulegen, um gegen den Karlsruher SC zu bestehen. Das Ganze heute auf beiden Seiten mit interessantem Personal. Beim FSV Zwickau gibt Brian Gaul, wie gehört, sein Debüt im Trikot des FSV. Hat sich ja zu Saisonbeginn direkt verletzt und fiel seitdem aus. Und auf der anderen Seite, da kommt Christoph Kobalt zum ersten Mal beim KSC in die Startformation. Es wird eine Menge geboten sein an diesem spannenden Dienstagabend. Und die kommenden 45 Minuten, die werden für Sie kommentiert von Andreas Mann. Viel Spaß dabei. Die dritte Liga live bei Magenta Sport, präsentiert von bwin. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank auch an beide Trainer und an Oliver Kreuzer, den Sportdirektor des Karlsruher SC. Die Eindrücke vor der Partie sind also da und damit auch von mir ein herzliches Willkommen und sportfrei zum Duell des FSV Zwickau gegen den Karlsruher Sportclub. Der aktuell Tabellen-15. empfängt den zweiten. Beide drinnen 18 Zähler in der Tabelle. Die Favoritenrolle ist also klar. Die ist bei der Mannschaft dieser Damen und Herren im Gästeblock. Es sind, vielleicht gut 200, die die Reise hier mit angetreten haben. An einem Dienstagabend von Karlsruhe nach Zwickau. Das ist ein ganzes Stück, also Hut ab. Und Respekt an die, die heute da sind. Die Zwickau sind auch zahlreich da. Der Fanblock ist wie immer prall gefüllt und sie hoffen, dass sie endlich mal wieder ein Tor ihrer Mannschaft bejubeln können. Der letzte Treffer des FSV ist 59 Tage her beim 2:0 Auswärtssieg in Münster Mitte Dezember. Da hat Zwickau zum letzten Mal zugeschlagen. Barilla und König, die Torschützen. Danach gab es drei Pleiten ohne eigenen Treffer gegen Halle, gegen Braunschweig und zuletzt eben auch gegen Fortuna Köln, wo es vielleicht das schlechteste Saisonspiel der Westsachsen in dieser Saison gab. Verlieren aber verboten für Zwickau, denn die Abstiegszone, sie ist nur einen Punkt entfernt, also bedrohlich nahe. Und ein Sieg heute, das wäre ein richtig schöner Moralschub, auch mit Blick aufs Wochenende. Dann empfängt am Sonntag nämlich der FSV den FC Karlsruhe Jena zum Abstiegskrimi, zum Derby hier im Stadion Zwickau. Da kann man sich die Fans heute schon mal auf die Seite holen. Hinspiel war das noch gar nicht so schlecht vom Gastgeber. Da hat der KSC ganz, ganz lang gebraucht, um noch ein 1:1 zu retten. Anton Fink traf per Kopf in der 89. Minute, nachdem Davy Frick Zwickau mit 1:0 in Führung brachte. Da war es ein hartes Stück Arbeit für die Badener und das droht definitiv auch heute, denn FSV, der Zwickauer,
Verein ist vor allem eins und vor allem für eins bekannt, für die Zweikampfstärke. 5 Veränderungen, wir haben es angesprochen, nimmt Joe Enox vor. Er verändert auch das System, stellt auf ein 3-5-2 um. Die Dreierkette mit Barilla und Wachsmuth und Brian Gall, der US-Amerikaner mit seinem ersten Pflichtspiel seit Mai letzten Jahres, soll also heute hier mit Wachsmuth und Barilla den Laden dicht halten. Außerdem bekommt Lauberbach mal wieder einen Startelf-Einsatz als Doppelspitze neben König. Katalis ist auch mit drin, René Lange nicht mit dabei. Davy Frick ist auch draußen, also er hat kräftig durchgewirbelt, der Joe Enox. Sicherlich auch eine kleine Ansage an die Jungs. Ein bisschen mehr als gegen Köln darf es dann schon sein. Und es haben halt ein paar im Hintergrund mit den Hufen gescharrt. Die dürfen eben heute ran. 5 Veränderungen an der Zahl. Auf die ein oder andere Personalie gehen wir dann sicherlich im Laufe des Spiels noch ein. Auf der anderen Seite ist zum Karlsruher SC im Vorfeld im Grunde schon alles gesagt worden. Das hat ja Alois Schwarz schon übernommen. 2 Veränderungen musste er vornehmen, notgedrungen durch Sperren. Daniel Gordon, der Abwehrchef, fehlt mit Gelb-Rot-Sperre. Und Manuel Stiebler, der Mann im defensiven Mittelfeld, hat in Jena beim 1:1 die 5. gelbe Karte gesehen. Kreuz war da eigentlich vermutet worden als Ersatzmann für Stiebler. Aber Schwarz hat sich für den Südkoreaner Choi entschieden. 42 Spiele in der 2. Liga. Der bringt also auch schon ein Stück weit Erfahrung aus einer Liga höher mit. Und in der Abwehr neben Piso, also der Österreicher, der gebürtige Wiener Christoph Kowald mit seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. 4-mal kam er von der Bank, 4-mal hat Karlsruhe gewonnen. Mal gucken, ob diese Statistik auch bei einem Startelf-Einsatz von Kowald hält. Es dröhnt so langsam die Einlaufmusik aus den Lautsprechern, während sich auf der Tribüne auch das ein oder andere Gesicht versammelt. Halles Co-Trainer Michael Hiemisch grüßt mich hier gerade ab auf der Tribüne. Also der HFC schaut sich hier auch nochmal den Aufstiegskonkurrenten, den Karlsruher SC an. Und dann sind die Mannschaften auch mit am Start, kommen raus. Und dann freuen wir uns gleich auf ein hoffentlich spannendes, intensives und gerne auch Tor- und Torchancenreiches Fußballspiel. Mike Königke zeigt, dass er schon mal in Aue gespielt hat, hat ein Pfeilchen mitgebracht. Da gab es im Training offenbar einen etwas unsanften Zweikampf. Königke, im Spiel kann er sich das nicht zugezogen haben. Es ist sein erster Einsatz in diesem Fußballjahr. Und da haben wir Marvin Pourier. Noch ist der Knoten in diesem Jahr nicht geplatzt beim so treffsicheren Stürmer in dieser Saison. Er bekommt es heute mit ihm zu tun, mit Brian Gall. Athletisch stark, guter linker Fuß. Der muss heute zusammen mit Wachsmuth und Barilla da hinten dafür sorgen, dass ja, die vielleicht torgefährlichste Offensive um die beiden letzten da gerade noch im Bild, Anton Fink und Marvin Pourier, heute nicht zum Stechen kommen. Der Unparteiische der Partie kommt aus Bayern, Wolfgang Haselberger, 26 Jahre jung, aus St. Wolfgang im Landkreis Erding. Sein 11. Spiel in Liga 3, sein letztes in der 3. Liga war ein 2:1 Sieg des KSC in Groß-Asbach Anfang Dezember für Karlsruhe. Vielleicht ein gutes Omen, auch wenn Anton Fink damals den Handelfmeter verballert hat. Letzte Saison 2 Siege für die Herren in Blau gegen Zwickau. Im Hinspiel das 1:1. Man ist also noch ungeschlagen gegen Zwickau. Aber auch er möchte das heute ändern. Der ist MLS-Sieger geworden mit LA Galaxy. Brian Gall hat zusammen mit David Beckham und Robbie Keane in der Mannschaft gekickt. Heute ist er in Westsachsen am Ball. Zuletzt war er in Elversberg unter Vertrag. Schauen wir mal, wie sich der großgewachsene US-Boy da hinten anschnallt. Ob er ihn bremsen kann. Gegen Jena zuletzt schon den Elfmeter rausgeholt. 2-mal den Pfosten getroffen. Vielleicht hat er sich die Tore für den Nachholer hier in Zwickau aufgehoben. Und dann geht's los. Viel Spaß und gute Unterhaltung in den ersten 45 Minuten. Zwickau in Rot und Weiß von links nach rechts
der KSC in schönem dunklem Blau von rechts nach links. 3-5-2 gegen 4-4-2 FSV gegen KSC. Und wenn ich sagte, es sind vielleicht gut 200 mitgereist aus Karlsruhe, dann muss ich das korrigieren. Ich würde es, naja, fast aufdoppeln. Also gut 400 sind das schon. Sieht man auch ganz gut in diesem Aufzieher der Kamera. Also der Gästeblock ist gut gefüllt, war aber auch schon stattlich, was da an Jena mit dabei war. Vielleicht hat sich ja auch der ein oder andere hier die Region mal angeschaut. Gibt es durchaus Sehenswertes hier im Westen von Sachsen zu erleben. Erster Eckstoß, erste Minute, FSV Zwickau. Guter Ball und Goal an den Pfosten. Was wäre das für ein Auftakt gewesen? Ronny König setzt nach und dann Artin Opov. Erstes Spiel seit Mai und direkt mal nach einer Minute der Kopfstoß an den Pfosten. Ich meine, wenn ich nicht ganz blind war, dass es auch der US-Amerikaner gewesen ist. Ja. Setzt sich da auch gutes Timing und der Pfosten verhindert den Einschlag. Thiele, der Rechtsverteidiger, hat sich dann auch ein bisschen wehgetan, steht aber mittlerweile wieder auf den Beinen. Oh, kurz mal durchpusten, liebe KSC-Gemeinde hier beim Magenta Sport. Brian Gall, ja, der hat mal Bock, mal wieder Fußball zu spielen. Sein letztes Pflichtspiel war das Landespokalfinale von Elversberg gegen Saarbrücken im Mai beim Tag der Amateure. 1-0-Sieg. Also der ist zumindest mit einem guten Gefühl in die Verletzungspause gegangen. Denkbar ungünstigen Einstand gehabt hier in Zwickau. Erstes Training in Bad Riss, rechtes Knie. Ende August muss dann nochmal operiert werden. Jetzt ist er fit. Und hat direkt mal gezeigt, dass er bei Standards durchaus zu gebrauchen ist. Und es ist natürlich auch direkt mal ein Signal an den Aufstiegsaspiranten aus Karlsruhe. Freunde, wir haben uns ja auch heute auf die Fahne geschrieben, unser Punktekonto um 3 Zähler aufzustocken. Trainer, 60 Spiele mittlerweile als Chefcoach, 33 Siege, nur 9 Niederlagen, 1,95 Punkte im Schnitt. Noch nie war er in seiner Karriere besser als in seiner Amtszeit hier in Karlsruhe. Barilla, gute Öffnung, stark gespielt auf Katalis. Kann das Tempo nicht ganz mitnehmen, aber Zwickau beginnt hier sehr forsch, sehr mutig. Aber Alois Schwarz hat es ja auch im Interview angesprochen, das ist auch ein wirklich sehr gut zu bespielender Rasen. Nicht zu hart, nicht zu weich, saftig grün, leicht feucht. Auf die Bedingungen kann man es heute definitiv nicht schieben. Pourier, der könnte zu weit sein. Ja, da sieht man, der Rasen ist eben leicht nass. Da wird das Spielgerät schnell mal flutschig. Erster Ballkontakt für Pommes Brinkis. König gegen Piso. Das ist sicherlich auch ein Schlüsselduell heute. Der King mit seiner Wucht gegen den so zweikampfstarken und einfach nimmermüden David Piso.
Karlsruhes Innenverteidiger, um den Gedanken abzuschließen. Seit April 2017 in der zweiten und dritten Liga keine einzige Sekunde verpasst. April 2017. Jetzt haben wir Februar 2019. Jamolo. Fink. Das sind seine Aktionen. Schnell direkt den Ball weiterleiten. Poirier. Lorenz. Rosbach hinterläuft. Aber Poirier bekommt die Finte nicht richtig hin gegen Wachsmuth. Aber sehr flotter Beginn. Oh, Fehler von Reinhardt, aber keine Gefahr. Brinkis packt zu. Während sich, vielleicht sieht man es gleich hier unten im Bild bei Alois Schwarz, jo, Vanicek am rechten, nee, am linken Sprunggelenk, glaube ich, ist es, behandeln lässt. Oh, das wäre natürlich ein harter Ausfall für den KSC. So richtig rund läuft er nicht. Aber geht erstmal weiter. Der KSC heute übrigens mit der schwarzen Binde am Arm. Sie trauern um zwei Ikonen in Karlsruhe. Kurt Sommerlath ist im Alter von 90 Jahren und Heinz Fütterer, ehemaliger Leichtathlet und einstiger Weltrekordhalter im Sprint. Beide sind kürzlich verstorben. Sommerlath war der erste Bundesliga-Trainer der Karlsruher. Deshalb heute die Badener mit der schwarzen Binde, mit dem Trauerflor. In Gedenken an zwei ehemalige Sportgrößen in Karlsruhe. Kein Foulspiel an Mike Könnecke, sagt der Unparteiische. Geht mit Einwurf weiter. Sah mir auch eher ein bisschen danach aus, als wäre er ein bisschen im Rasen hängen geblieben. Da kam ein ganz schlimmer Luftzug. Definitiv war es kein Foul. Vanicek, Lorenz, guter linker Fuß. Die Flanke passt auch. Und dann das Foulspiel von Jamolo. Wird auch richtig gebrannt haben, als er erfahren hat, dass er heute mal wieder mitspielen darf in diesem Fußballjahr. Zählt zu den technisch beschlagensten im FSV-Kader, aber bekam in den ersten beiden Partien 90 Minuten Bank verordnet von Enox. Gutes Anspiel auf Lauberbach. Nächster Abschluss der Westsachsen, trifft den Ball nicht sauber. Kein Problem für Uphoff. Hoffmann war es, nicht Lauberbach. Aber das ist jetzt schon in den ersten 9 Minuten mehr Offensive als im Grunde über die kompletten 90 im Kölner Südstadion. Man merkt der Mannschaft von Joe Enox deutlich an, dass sie etwas wieder gut machen wollen. Alles, der Grieche mit dem Stockfehler und dem Foulspiel gegen Poirier. Ja, verschätzt sich da bei der Ballannahme. Kam vor der Saison neu aus Fürth. Auch clever gemacht von Marvin Poirier. Ja, der weiß, wie er sich zu verhalten hat in den Zweikämpfen, hat aber auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in seiner Karriere. Was für ein Wandervogel
dieser Marvin Poirier, geboren in Werne, das Tor zum Ruhrgebiet. Und dann ging es raus in die weite Welt. Unter anderem in Russland gespielt, in Ufa, in Silkeborg, in Dänemark, in Kopenhagen, beim FC Liverpool hat er gekickt. In Belgien bei Sulte Waregem, also der hat schon fast komplett Europa gesehen. Vanicek, klasse Anspiel, aber Goal steht richtig. Choi, der Südkoreaner. Kleinwendig, dribbelstark. Und ein blödes Foul von Ronny König. Sollte man tunlichst unterlassen, solche Freistöße zu verursachen, denn der KSC hat einen, der trägt die Rückennummer 10. Und der hat eine dicke Freundschaft mit dem rechten und linken Knick im Tor. Marvin Vanicek. 4 Saisontore, 3 per direkten Freistoß, das vierte in 25 Meter Strahl gegen Fortuna Köln. Oder macht's Lorenz mit der linken Sohle? Ich tippe ganz stark auf Vanicek. Der macht's auch und der macht's nicht schlecht. Brinkies wäre da aber wohl da gewesen im bedrohten Eck. Aber diese Fouls zentral vor dem Tor muss Zwickau vermeiden. Sonst droht permanent Gefahr. Nur Marcos Alvarez, der Osnabrücker, hat noch öfter den Ball per direktem Freistoß versenkt als Marvin Vanicek. Königke, Hoffmann, heute mal beide gemeinsam auf dem Platz. Gab es auch noch nicht so oft in dieser Saison. Barilla, ja, wer zeigt den Laufweg an? Keiner so richtig. Anthony Barilla, Dauerbrenner in der Verteidigung. Und es ist die pure Zuversicht im KSC-Block. Klar, 10 Spiele ungeschlagen, da kann man auch mal optimistisch sein, in Zwickau was mitzunehmen. Jamolo, Diede. Fink, das kann passieren, aber das ist das Spiel des Rekordtorjägers der dritten Liga. Alois Schwarz weiß, was er am kleinen Anton da vorne hat. Begnadeter Techniker und einer, der auch einfach mit einer brutal guten Spielintelligenz ausgestattet ist. Wieder gegen Piso. Macht er stark. Lauberbach. Hat Abschlussposition. Bekommt er nochmal, aber den bekommt er nicht mehr rübergesteckt. Es ist aber auch so schwer, gegen Karlsruhe zu treffen. 22 Gegentore insgesamt in dieser Saison. Erstaunlicherweise. 15 davon im Wildpark. Nur 7 auf des Gegners Platz. Also die sind in der Fremde einfach perfekt im Verteidigen. Viertelstunde rum, ich finde, das ist ein sehr abwechslungsreicher, offener Schlagabtausch.
Die 13 Plätze Unterschied in der Tabelle sieht man in dieser Anfangsphase definitiv nicht. Schröter, die ist zu hoch. Aber Tiede bringt Katalis ins Spiel. Sehr fein. Aber gegen Vanicek musst du dann halt auch nachwaschen. Schröter. Gute Flanke Richtung Lauberbach, aber der gut abgedeckt, bearbeitet von der Karlsruher Hintermannschaft, in dem Fall von Rechtsverteidiger Tiede. Eher geduldig in diesen ersten 17 Minuten. Sie lauern, sie locken vielleicht auch Zwickau so ein bisschen. Vertrauen da auf ihre Serie, auf ihre Stärke. Von der individuellen Klasse der einzelnen Akteure sicherlich Karlsruhe besser bestückt. Aber wenn Zwickau über das Kollektiv kommt und den Kampf annimmt, als Einheit agiert und die Zweikampfstärke auf den Rasen bekommt, dann sind sie für jeden Gegner in dieser Liga, vor allem auch hier zu Hause, schwer zu bezwingen. Mit dem Körper von Rosbach. Bin ich beim Schiedsrichter? Also für mich war das nichts gegen Schröter. Rosbach steigt da nur zum Kopfball hoch. Ist da wuchtiger im Duell. Bisschen mit dem Körper. Ja, aber das ist dritte Liga. Da ist ein bisschen Härte durchaus mit dabei. Vanicek wartet, sucht den Doppelpass, der Querschläger, ja, das kann doch brenzlig werden, aber Brinkis zählt auch in dieser Saison zu den besten Torhütern der dritten Liga. Vanicek.
Aubry hat Platz zum Drehen. Fink wartet auf den Ball. Jamolo gegen Wachsmuth. Und Zwickau kommt nicht in den Konter. Stark von Scheu. Aber eher schwach von Rosbach. Sightseeing haben sie nicht gemacht, die Herren von Alois Schwarz hier in Zwickau. Sie haben hier trainiert in der Halle, aber auch auf dem Kunstrasen im Westsachsenstadion, der einstigen Spielstätte zu DDR-Zeiten des FSV Zwickau. Sie können sich natürlich auch ein richtig komfortables Polster auf Platz 2 anlegen. 46 Punkte wären es mit einem Sieg, 5 Punkte vor dem HFC. Da kann man dann erstmal in Anführungsstrichen entspannter ins Prestigeduell mit dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag gehen. Dieser Hit genauso natürlich wie der Kracher von Zwickau gegen Jena am Sonntag live und in voller Länge bei Magenta Sport, wie sie das gewohnt sind. Nochmal für Fink. Zwickau schläft ein bisschen. Schneller Einwurf, wieder Fink. Guter Ball, Jamolo. Jetzt nicht unbedingt für seine Kopfballstärke berühmt. Mit 1,73. Aber immerhin 2 cm größer als Anton Fink. Der im Hinspiel, aber per Kopf das 1:1 machte. Mag sich der ein oder andere fragen, wie kann das denn sein? Ja, einfach nochmal die Zusammenfassung bei YouTube beispielsweise anschauen. Gibt es die Partien, die Highlights und die Zusammenfassung von Magenta Sport nochmal ausführlich zum Nachschauen. Da sieht man auch das 1:1 von Anton Fink. Und auch, dass da überhaupt gar kein Zwickauer um ihn drumherum war. So dass es in der 89. Minute noch den Ausgleich gab. König. Hoffmann. Idee gut, Umsetzung so lala. Poirier gegen Wachsmuth. Oh, sieht man selten von Marvin Poirier. Kurios, in der Jugend für Schalke und den BVB gespielt. Das ist natürlich einer für Kardales, wo man zeigen kann, dass er mit einer ordentlichen Technik ausgestattet ist. Löst er gut, der Grieche. Zwickau bleibt im Ballbesitz. Wachsmuth wieder Richtung Kardales, aber nicht genau genug. Enox hätte ganz gerne einen Freistoß bekommen für sein Team, gibt es aber nicht. Einwurf für Karlsruhe in Minute 25. Mittlerweile sind wir recht pH-neutral unterwegs auf dem Rasen.
Karlsruhe hatte den guten Freistoß von Wanicek. Zwickau die dickste Chance des Spiels direkt in der ersten Minute. Der Kopfball von Brian Gall an den Pfosten. Lauberbach, ja, mit ein bisschen mehr Glück als Verstand vorbei an Lorenz. Link lässt liegen für Poirier. Rechts spurtet Schamolo. Wanicek, Schussposition. Aber nicht wirklich gefährlich. Lässt es, glaube ich, der Unparteiische, aber zunächst mal noch bei einer Ermahnung, finde ich auch richtig so. Jetzt war nichts ganz Grobes, aber kommt deutlich zu spät gegen Burak Çamolo. Noch so eine Sense. Und es gibt Gelb. Bosbach. Poirier, stark gespielt, Choi. Gute Finte, Jungruk Choi, aber der Abschluss haut noch nicht hin bei den Gästen aus dem Badener Land. In der zweiten Liga hat er viermal getroffen für den FC St. Pauli. Einstige Junioren-Nationalspieler seines Heimatlandes. Hoffmann legt den gut ab für Lauberbach, aber Karlsruhe verteidigt das eben mit richtig viel Geschick. Brauchen wir beide eigentlich gar nicht. Die Vertretung macht das auf beiden Seiten heute zumindest bislang sehr ordentlich, aber können wir uns auf eine interessante Halbzeit- und Pausengestaltung freuen. Sadio Sané schaut sich den Eckball an. Des KSC. Wanicek. Ja, entscheidet sich für eine neue Variante. Çamolo. Zwickau schläft ein bisschen, Ball abgefälscht. Nochmal Ecke. Die ganze Familie besteht aus heißblütigen Galatasaray-Fans. Aus, aber Brian Gall gefällt mir sehr gut in seinem ersten Pflichtspiel für den FSV Zwickau. Sein Drittliga-Debüt ist in dieser ersten halben Stunde absolut erfolgreich. Vielleicht ja jetzt auch dieser Angriff. Lauberbach, Karlsruhe mal aufgerückt. Lauberbach immer noch. Lauberbach wieder Pfosten. Und noch abgefälscht. Wird Eckball geben. Starkes Solo von Leon Lauberbach. Und wieder Zwickau, das Kellerkind im Pech. Da hatte der KSC mal ein paar Räume gelassen. War da Upwurf noch dran oder ein Bein des Verteidigers? War schwierig zu sagen. Auf jeden Fall wieder Pfostenglück. Ja, gegen Jena hatten sie zweimal Pech mit dem Pfosten, die Karlsruhe. Jetzt gleicht sich das so ein bisschen aus. Hier in Zwickau. Aber jetzt mal der Konter für den KSC. Choi ist schnell, Çamolo genauso und Poirier im Zentrum auch. Halb Zwickau, lechts hinterher. Choi mit der guten Hereingabe. Erklärt zum Eckball. Ah, wir drehen wieder so ein bisschen an der Temposchraube. Ja.
Wir blicken nochmal auf das Solo von Leon Lauberbach. Stark, wie er da Kobalt vernascht. Also ich habe da keinen Karlsruher mehr dran gesehen. Der Unparteiische, ja, die Ecke brachte ja nichts ein. Egal, auf jeden Fall war es Pech für Zwickau. Lorenz beim Eckstoß. Varilla klärt. Vorspieler Manicek. Schon ein bisschen Arbeit für die Schweißdrüsen bedeutet, hat man gerade ganz gut gesehen an der Stirn von Ronny König. Poirier. Gut bearbeitet von Zwickau. Aber Karlsruhe nach im scharfen Bereich. Tiede gegen Katalis. Joy winkt im Zentrum. Spiel ist nichts. Wachsmuth aufmerksam. Nächster Konter. Zumindest im Bereich des Möglichen. Lauberbach. Gegen Kobalt. Poirier. Im Rücken ist Rosbach. Probiert es lieber alleine. Warum nicht querlegen? War keine Lücke da und das muss die erste gelbe Karte des Spiels geben. Ganz klares taktisches Foul. Aber beschwert sich, glaube ich, nicht Richtung Schiedsrichter. Regt sich eben über Marvin Poirier auf, warum ihm der nicht den Ball zuspielt. Dann muss er zu diesem Foulspiel greifen. Damian Rosbach, 7. Verwarnung in dieser Saison für den Neuzugang aus Sandhausen. Da schon unter Alois Schwarz gearbeitet. Da wusste also, was er an ihm hat. Aber Sinnbild dieser Ballverlust von Marvin Poirier für das Offensivspiel der Karlsruhe in diesen ersten 34 Minuten. Das Bemühen ist definitiv da, aber es fehlt so ein bisschen die letzte Konsequenz. Vorm Tor von Johannes Brinkies. Wachsmuth steht dem Marvin Poirier aber auch sehr gut auf den Schlappen. Auf der anderen Seite aber auch Pisot bei Ronny König. Da nimmt man bislang auf beiden Seiten jeweils einen Schlüsselspieler richtig gut aus der Partie. Zehn Minuten noch in Abschnitt 1. Mit Glück. Aber dann die Hereingabe zu schwach. Und wieder König gegen Pisa. Der lässt ihn nicht in Ruhe. Und ist obendrein auch ein extrem fairer Spieler. Dieser David Pisot, eine einzige Verwarnung bei jeder gespielten Sekunde in dieser Spielzeit. Für den Innenverteidiger ist das ein bemerkenswerter, herausragender Wert.
Nachricht, die es letzte Woche da von ihm zu verkünden gab, hat sicherlich alle Karlsruhe froh gemacht. Hat verlängert bis 2021. Nächster Versuch von Leon Laubauer. Zwickau entwickelt mehr Torgefahr. Ist näher dran am 1:0. Führung wäre absolut verdient für die Westsachsen. Aber das sind so Duelle gegen Karlsruhe, wo du denn eben irgendwann mal einen einklinken musst. Denn die Gäste haben diese unglaubliche Qualität, dann vielleicht 60, 70 Minuten wenig gebacken zu bekommen, aber dann mit einer Aktion zuzuschlagen. Jamolo wieder gegen Katalis. Karlsruhe. Varela als letzter am Ball, sagt der Schiedsrichter. Und dem Gesichtsausdruck nach war das auch die richtige Entscheidung. Tiede darf flanken, abgefälschter Ball, nächster Eckstoß Karlsruhe. Ja, und wenn aus dem Spiel heraus wenig gelingt, so kann sich der KSC in der Regel auf seine Standardsituation verlassen. Auch gegen Jena, Tor nach Ecke. Gegen Köln, Tor nach Ecke. Und gegen Zwickau? Bislang kein Tor nach Ecke. Insgesamt schon 20 Standardtore. Platz, hatte auch eine Idee. Ja, aber hat er auch schon bessere gehabt. Ballverlust, Tempo-Gegenstoß, Reinhardt. 4-gegen-4 Situation, das Anspiel wäre zu spät gekommen. Wäre die Fahne hochgegangen, so gibt es den Tempo-Gegenstoß für Karlsruhe. Choi gegen Könicke. Noch ist Platz da, wenn das Tempo hochgehalten wird. Poirier gegen Wachsmuth. Jetzt hat er das Auge für den Mitspieler. Tiede, Jamolo. Normatide, die Flanke ist gut, aber Wachsmuth. Choi. Und Zwickau schmeißt sich rein. Verhindert den Abschluss aufs Tor. 5 Minuten noch. Zwischendurch mal 10 Minuten ein bisschen Leerlauf, aber über weite Strecken der Partie ist das, wie ich finde, ein unterhaltsames 0-0. Geprägt in erster Linie von zwei wirklich leidenschaftlich agierenden Defensivreihen.
Zwickauer Publikum honoriert den anständigen Auftritt ihrer Mannschaft in den ersten 45 Minuten auch mit Applaus. Peitsch nochmal an, Hoffmann. Kommt nicht vorbei an zwei Karlsruhern. Stark gelöst, gut geöffnet. Wanicek. Aber da ist im Zentrum jetzt eine Riesenlücke. Da geht keiner in das Loch rein. Jetzt geht Fink Richtung Kugel. Jamolo. Ah, Anton Fink. Aber immer noch ein Zwickauer in der Verteidigung, in der gefährlichen Zone. Irgendwie am Spielgerät. Das machen sie wirklich gut gegen diese so hochklassig bestückte Angriffsreihe des KSC. Oje, nächster Abnutzungskampf. Klasse, wie er das macht. Lorenz, die Flanke haut auch hin. Jamolo, wer ist da? Keiner. Der Wachsmut schon wieder. Tide. Der ist für Brinkis zum Pflücken. Noch gut zwei Minuten. Deutet auf ein 0:0 zur Pause hin. Könige nochmal. Wanicek lässt ihn passieren. Rechts außen ist Schröter. Das sieht der Könige auch. Klasse Auge. Und in der Mitte. Und da ist das Tor. Hoffmann schlägt zu. 44. Minute. Ein blendend hervorgetragener Angriff der Westsachsen. Herausragend die Eröffnung von Könige. Und dann hat auch Schröter die Übersicht. Und dann ist es Hoffmann, der aus 6 Metern keine Probleme hat und zum verdienten 1:0 für Zwickau einschiebt. In der 43. Spielminute. Klasse Treffer des Teams im Tabellenkeller. Dieser Ball von Könige, der ist exzellent. Und dann ist es prächtig zu Ende gespielt. Kevin Hoffmann mit seinem ersten Saisontor. Ausgeliehen von Jan Regensburg. Nicht zu halten für Opov. Achter Gegentreffer in der Fremde für den KSC. Und das haben sie sich wirklich wie die Fleißbienen erarbeitet. Sie bieten dem KSC nicht nur Paroli. Sie hatten die gefährlicheren Aktionen vor dem Tor und zeigen sich deutlich verbessert im Vergleich zum Köln-Spiel. Und der KSC braucht, wie schon zum Auftakt gegen Fortuna Köln, eine Steigerung im zweiten Abschnitt. Damals gegen die Fortuna gab es die. Da war es auch ein 0:1 zur Pause. Und am Ende ging es 3:1 aus. Wenn Zwickau diese Leidenschaft, diesen Ehrgeiz in der Abwehrarbeit beibehält, dann wird es verdammt schwer bis zum Ende. Halle, Wiesbaden, Hürding und Co. wird's freuen. Ah, und ihr müsst mal die Emotionen hier so ein bisschen mitfühlen können auf der Tribüne. Viel Applaus. Der FSV, er führt. Vor der Partie hätte man gesagt, überraschend. Jetzt nach den ersten 45 Minuten muss man sagen, völlig zu Recht mit 1:0. Kein schwacher Auswärtsauftritt des KSC. Defensiv bis zum Gegentor richtig gut. Auch kompakt. Aber vor dem Tor zu wenig Ideen. Aber auch richtig viel Arbeit und Kampf von Zwickaus Hintermannschaft.
Das verspricht doch jede Menge Action und Spannung für die zweiten 45 Spielminuten. Ich denke, auch Sie zu Hause freuen sich drauf auf den zweiten Abschnitt zwischen dem FSV Zwickau und dem Karlsruher SC. 1-0 zur Pause. Sicherlich ein Tor, was in die Telekom, in die Magenta Sport Top 10 gehört. Aber am letzten Spieltag haben sie eben nicht getroffen. Deshalb waren da andere mit dabei. Wir schauen mal drauf auf die Top 10 des letzten Spieltags. Und dann gibt's die Interviewgäste bei Alex Küpper. Bis gleich. Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Oh, was für ein Ding und die Möglichkeit und das Tor für den FSV Zwickau. Da ist die Chance und das Tor! Diesen besonderen Jubel. Das Tor für die Spielverlierung der Aachen. Das war die Gelegenheit, hier den Deckel drauf zu machen. Chiré! Fasic, richtig schöner Schlenzer und eine klasse Parade. Bär auf Hofmann und was für ein Tackling von Sascha Mockenhaupt. Perfekt gezeigte Grätsche. Aber guck mal, auch das ist Fußball. Kevin Broll, überragend, der 23-Jährige. Roschitzki, jetzt mal Platz für Mamba, den bekommt er noch gut durchgesteckt. Streli Mamba, 1 gegen 1 Situation gegen Drewes. Mamba, aber im letzten Moment herausragend abgegrätscht von Kurzweg. Mamba den Ball im entscheidenden Moment wegstibitzt. Das war eine Sensationsgrätsche. Jetzt mal Platz für Andres. Kann er jetzt mal was zeigen? Stefan Andres. Andres, super gemacht! Tor! Stark, super stark. Hier die Täuschung vorbei an Amin und dann rein damit. Immer noch Röttger. Links wäre eine Lücke. Gut gesehen von Timo Röttger. Ja, und warum dann auch nicht? Und er ist drin. Das gibt's doch gar nicht. Der sah erst aus, als wenn er hinters Tor geht. Stille hier. Oh, Demi macht das klasse und der spitzelt ihn durch. Ein überragendes Tor von Orhan Ademi. Das ist einfach auch extrem schwer zu verteidigen. Gelios, aber sie setzen nach wieder. Schlussmann von Hansa Rostock und was für eine! Ein super Zuspiel in den Lauf von Schimmer von hinten heraus. Gelios zum ersten und dann auch zum zweiten. Evseyev. Leichte Beute. Schärf. Schärf! Das 1-0 für Hansa Rostock! Was ein Befreiungsschlag! Das ganze Ostseestadion explodiert. Saubere Annahme, trockener Abschluss. Nicht zu halten für Lukas Königshofer.
Es war eine ganze Menge los am vergangenen Wochenende. Jetzt sind wir zurück in Zwickau. Der FSV führt 1:0 und ich begrüße bei mir die beiden gesperrten Innenverteidiger. Nico Antonitsch vom FSV und Daniel Gordon vom KSC. Herzlich willkommen. Wir beginnen mit dem Gast. Daniel, für Sie und Ihre Mannschaft sicherlich zu wenig bis jetzt. Ja, absolut. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Wir wollten gut reinkommen, was wir definitiv wieder verpasst haben. Und ja, sind auch verdientermaßen jetzt im Rückstand. Ich hoffe, dass wir da ein anderes Gesicht zeigen in der zweiten Halbzeit. Wir werfen sofort mal einen Blick auf die Szenen. Da gab es nach nicht mal 60 Sekunden den ersten Hochkaräter von Ihrem Ersatz, der heute sein Debüt gibt, Brian Gall. Hatten Sie da in der ersten Spielminute schon den Gall-Schrei auf den Lippen? Ja, also ich bin schon aufgesprungen, aber ich glaube, dass der Laube war am ersten Pfosten. Der hat dann zweiten Pfostenschuss dann auch noch nachher gehabt. Also wir sind richtig gut in die Partie reingestartet und ja, ich denke auch verdient 1:0 in Führung gegangen dann. Der Karlsruher SC hat sich offensiv sehr schwer getan, war nur einmal wirklich in Erscheinung getreten durch Marvin Wanicek per Freistoß. Warum war das Einzige von Ihrer Mannschaft offensiv, was sie bislang zustande bekommen hat? Da ist man ja durchaus mehr gewohnt vom KSC. Ja, ich dachte eigentlich auch, dass wir gut, und wir hatten uns gut vorbereitet, wussten, dass es sehr schwer wird hier gegen die Zwickau-Mannschaft, die sehr diszipliniert defensiv arbeitet. Und da hatten wir uns schon erhofft, dann noch ein bisschen mehr über außen zu kommen und Torchancen zu erarbeiten. Aber das ist bislang noch nicht der Fall. Ja, die machen jetzt eine Analyse in der Halbzeitpause, wo wir hoffentlich noch mehr Druck ausüben können. Ja, und das Spiel nach vorne muss einfach viel mehr Belebung haben. Und ja, ich glaube, dass das der Trainer als Zielsetzung jetzt für die zweite Halbzeit hat. Ihre Mannschaft hat eine starke Reaktion gezeigt auf die Niederlage in Köln. Und Sie haben es schon angesprochen, musste dann nach einer knappen halben Stunde schon den zweiten Alu-Treffer verdauen. Da war es Leon Lauberbach. Das ist ziemlich stark, was er da zeigt. Ja, macht er super. Hat dann Pech im Abschluss, dass er noch am Pfosten geht. Ich glaube, dass er auch noch, dass der Torwart noch dran war. Ja, macht er richtig gut da in der Aktion. Und ja, hätte sich auf alle Fälle ein Tor verdient. Daniel Gordon als erfahrener Innenverteidiger, was machen Ihre Jungs da verkehrt? Ja, dass er wiederholter Male wieder die Spieler auf die Abwehr drauflaufen können. Für die Abwehrspieler ist es sehr schwer. Da müssen wir einfach diese Konter unterbinden. Viele Ballverluste gehabt, die Gegner natürlich einladen, auf unser Tor zu spielen und da viel mehr Ballsicherheit zu haben, auf Abschlüsse zu gehen, dass gar kein Gegenkonter passieren kann. Ich glaube, das sind diese Themen, die der Trainer ansprechen wird. Und ich glaube, dann haben wir noch eine Chance, das Ding hier zu drehen. Sie haben mit dem FSV zweimal Anlauf genommen, wir haben es gesehen. Und dann hat es doch noch geklappt in der 44. Minute. Hoffmann trifft zum 1:0 für den FSV nach wirklich wunderschönem Angriff. Ich habe mal kurz durchgerechnet, 383 Minuten hat der FSV auf ein Tor gewartet. Wie groß war die Erleichterung in dem Moment? Ja, riesengroß. Also super Pass von Mike auf die Außenseite und dann der Morris bringt ihn super zur Mitte. Kevin schließt dann eiskalt ab. Ja, 1:0, aber es sind noch 45 Minuten zu spielen. Wir müssen genauso konzentriert auftreten und bissig in die Zweikämpfe sein, weil man hat gesehen, Karlsruhe hat enorme Qualität am Platz, wenn sie den Ball haben. Und wir dürfen sie einfach nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich positiv, dass wir auch das richtige Ergebnis einfahren am Ende. Sie fehlen heute beide gesperrt, Sie mit Gelb-Rot in Jena vom Platz geflogen. Wie schwer fällt das Zusehen, gerade wenn man dann sieht, dass sich die eigene Mannschaft so schwer tut? Ja gut, am Ende des Tages zeichnet sich ein Kader davon aus, dass jeder Spieler mal zum Zuge kommt und versucht, das zu ersetzen. Natürlich wurmt mich das, dass ich hier die gelb-rote Karte kassiert habe, aber jetzt hat der Christoph Kober die Möglichkeit, sich zu zeigen. Der macht das eigentlich sehr ordentlich, aber bislang gehen wir insgesamt ein bisschen unglücklich. Deswegen auch die gelbe Karte, der Manuel Stiefler ist auch gesperrt mit der fünften gelben. Diese Ausfälle hat man während der Saison. Grundsätzlich bin ich trotzdem optimistisch, dass wir in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen. Und ich freue mich natürlich, dass ich dann am Wochenende wieder dabei bin. Wir sind gespannt, wie Ihre Mannschaft antwortet. Ihnen beiden vielen Dank, Nico Antonitsch, Daniel Gordon. Alles Gute. Und bevor es hier gleich weitergeht mit den zweiten 45 Minuten, werfen wir schon mal einen kurzen Blick auf den Freitag. Diesen besonderen Jubel. Das Tor für die Spielverlierung der Aachen.
wir gucken die Konferenz. Ja, Konferenz. Konferenz, also gucken die Spiele live. Gucken wir jetzt. Das ist viel besser als in der Zusammenfassung, also ein Spiel nach dem anderen. Hier hast du alle gleichzeitig und verpasst nichts. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil dass du das nicht wusstest. Nee, ihr beiden, ihr habt echt gedacht, kennen die Konferenz nicht, oder was? Schauspieler sind auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Die Sky-Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League. Für monatlich nur 9,95 Euro. Jetzt bei Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt. Sie wollen maximale Spannung? Dann melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich bis zu 100 Euro Neukundenbonus. Kredite sind unsere Stärke. Basketball ist unsere Leidenschaft. Die Easy Credit Basketball Bundesliga wird präsentiert von Easy Credit. Einfach, fair. Das ist unser Spiel. Wir glauben nicht nur an unser Team. Wir setzen darauf. B-Win. Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Wir sind zurück im Stadion Zwickau. Die Mannschaften sind noch in den warmen Katakomben, bereiten sich nochmal mental vor auf die zweite Halbzeit. Unter Flutlicht führt der FSV mit 1:0. Ja, ja, da schmeckt der Punsch in Westsachsen. Das war aber auch ein richtig prächtiger Auftritt in den ersten 45 Minuten. Und vielleicht brauchen sie ja dieses Flutlicht, um zu Hause zu gewinnen. Der letzte Heimsieg 3:0 gegen Groß-Asbach im Dezember. Da war es an dem Montagabend. Heute ist es vielleicht der Dreier gegen Karlsruhe an dem Dienstagabend. Das wäre schon ein Brett. Das wäre eine schon mittlere Sensation, denke ich, kann man so sagen. Es würde dem FSV aber prächtig gefallen in der Tabelle. Sie würden auf 28 Zähler stellen und würden noch an Meppen vorbeiziehen, auf Rang 12 klettern, also drei Plätze nach oben. Und vor dem Duell gegen Jena am kommenden Sonntag wäre das nochmal ein richtig fetter Motivationsschub. Auf der anderen Seite der KSC mit, naja, schon einem Dämpfer, wenn sie hier verlieren würden. Osnabrück, der Tabellenführer, hat verloren. Halle hat nur unentschieden gespielt in Kaiserslautern. Man könnte hier heute sich ein richtig fettes Polster auf den dritten Platz aufbauen. Aber dafür muss eine Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten her. Wenn ich die Aufwärmübung so betrachtet habe, dann wird es keine personellen Veränderungen geben beim KSC. Aber wir fragen direkt mal beim Co-Trainer nach, Dimitrios Moutas bei Alex Küpper. Dimitrios Moutas, was ist Ihre Analyse? Warum hat sich der KSC in den ersten 45 Minuten so schwer getan? Weil wir nicht konsequent unsere Aktion zu Ende gespielt haben. Wir waren nach der ersten Aktion, nach Meckball, wo Zwickau einen Pfosten hatte, haben wir das Spiel danach klar dominiert. Wir haben sehr viele Aktionen nach vorne gehabt, auch viel im Strafraum szenen, aber einfach nicht konsequent genug. Und das müssen wir jetzt ändern. Wir müssen da viel konsequenter, viel präsenter werden im gegnerischen Strafraum. Danke. Jedem seine Meinung, also klar dominiert. Sorry, Herr Moutas, sehe ich ein Stück weit anders. Die bessere Torgelegenheiten hatte Zwickau und das war mindestens ein Duell auf Augenhöhe. Aber Karlsruhe kann ja unter Beweis stellen in den verbleibenden 45 Minuten, dass sie auch dominanter können als im ersten Abschnitt. Personelle Veränderungen gibt es keine, bei Zwickau gibt es gar keinen Grund dafür. Und auch Alois Schwarz hat in der Halbzeitpause nicht getauscht. Zweiter Abschnitt läuft, Karlsruhe jetzt auf den mitgereisten Fanblock oder die Fans im Fanblock spielend, Zwickau ebenso auf die Fankurve. Poirier hat sich im ersten Durchgang auf- und abgerieben an Toni Wachsmuth. Jamolo, erster Eckball Karlsruhe. Ja, das ist doch mal ein flotter Beginn. Der Wagner. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass die Ansprache von Alois Schwarz in der Halbzeitpause durchaus knackig war. Thorsten Ziegner ist auch gerade noch mal an mir vorbeigehuscht, nimmt auch wieder Platz auf der Haupttribüne.
der kennt sich hier im Stadion ja bestens aus, hat mehr als 6 Jahre den FSV trainiert. Mittlerweile leistet er hervorragende Arbeit in Halle. Eckstoß KSC, Lorenz, linker Fuß, gefährlich wird's. Pourier findet aber nicht die Richtung zum Tor. Bislang ist dieses Fußballjahr vom KSC eher in der zweiten Halbzeit als erfolgreich und gut zu betrachten. Gegen Köln waren sie im zweiten Durchgang stark. Gegen Jena trotz Unterzahl auch richtig gut unterwegs. Und heute hier in Zwickau? Lassen wir uns überraschen. In Ruhe aufbaut, mal auf den Spielberichtsbogen schauen. Wen hat denn Alois Schwarz noch draußen sitzen als Option heute? Martin Röser, Saliu Sané, Tim Kircher, Alexander Greuß, Sercan Zakaria und Janis Hanek. Das Geburtstagskind wird heute 20. Also sind durchaus noch ein paar Offensivoptionen vorhanden bei den Badnern. Allen voran Röser, Sané und Zakaria natürlich. Und da haben wir die Herren hinter das Tor von Upov traben. Katalis. Oh, das war, glaube ich, nicht so geplant, aber kommt an bei Lauberbach. Die Hereingabe ist nicht so schlecht, ein bisschen schwer zu bearbeiten für Hoffmann, der Torschütze. Wenn es schnell geht, ist mal ein bisschen Platz auf rechts für Anton Fink. Verlagert auf Lorenz. Der nicht so viel Druck auf seiner Seite entwickelt, wie es Camolo auf rechts tut, bezeichnet vielleicht auch dieser Ballverlust. Mit Martin Röser wäre einer draußen, der auf dem Flügel noch mal für Leben sorgen könnte. Röser hat auch gute Erinnerungen an den FSV Zwickau. Sein letztes Drittligator gegen den FSV, noch im Dress von Halle. Letzter Spieltag, letzte Saison. Tempo auf gegen Könige. Lorenz. Katalis gegen Camolo. Ballbesitz FSV. Brian Gall. Rechts Platz für Schröter. Seine Genialität haben sie bislang ganz
gut aus dem Spiel. Gute Drehung gegen zwei. Kommt da irgendwie durch, Marvin Poirier. Abgefischt. Posten. Also der dritte Postentreffer. Jetzt zum ersten Mal Glück für den FSV. 51. Spielminute. Der KSC sendet ein Signal. Ich glaube, der war noch leicht abgefälscht, dieser Abschluss. Jamolo. Nächste Schussposition für Tiede. Ja, und den hat Brinkis, glaube ich, bewusst vorbeigelassen. Gelegenheit für uns nochmal auf die Aktion von Poirier zu schauen. Mit etwas Glück bleibt er da am Ball, aber dann macht er das stark. Ne, war keiner mehr dran. Nicht mehr abgefälscht. Aber den hätte Brinkis wohl eher nicht gesehen. Schon wieder Pfosten. Gegen Jena schon zweimal. Marvin Poirier. Ist noch nicht mit dem Fußballgott im Bunde in diesem Fußballjahr. Toremann, bester Torschütze. Ein Treffer mehr als Anton Fink. Ja, mit einer Niederlage in Zwickau zurück ins Badener Land fahren. Wenn du Pech hast, hat nicht mehr jede Raststätten-Tanke geöffnet. Das wird bitter. Der ist abgemeldet bislang, der King. Wanicek. Aber dieses Umschaltspiel von Zwickau ist wirklich stark. Auch König, der dann Jamolo verfolgt. Und dann gibt es den Freistoß für den KSC. Bisschen glücklich, glaube ich. Ja, obwohl Anton Ronny König stochert da schon ein Stück weit nach noch gegen Jamolo. Joe Enox hat es anders gesehen. Wanicek beim Freistoß. Die Einmannmauer Kartalis. Man sieht ihm die Anspannung an, Joe Enox, studierter Kriminologe. CSI Enox, den Punkten auf der Spur. Auf einem guten Weg mit seiner Mannschaft hier heute gegen Karlsruhe. Lorenz, wieder ein schwacher Ball. Der einstige Vorlagengott der dritten Liga. 16-17 mit 14 Assists, der Top-Vorbereiter der dritten Liga. 2019 immerhin sein Konto von 0 auf 3 aufgestockt.
Mark van Lauberbach, König. Prima für Hoffmann. Marschiert ins Zentrum, die Flanke kommt gut. Reinhardt verpasst, aber das Schröter, aber Reinhardt mit dem Vorspiel. Noch gegen Kobalt, glaube ich. Nee, Biso ist es. Der da, ich meine, mit leicht gestrecktem Bein von Reinhardt erwischt wird. Der geht da Richtung Ball, trifft ihn nicht, trifft nur den Karlsruher Verteidiger. Richtige Entscheidung vom Unparteiischen. Aber der geht nicht kaputt. David Piso, gebürtiger Karlsruher. In der A-Jugend mit dem VfB Stuttgart und Sami Khedira Meister geworden. Mit den Boateng-Brüdern U19 gespielt. Mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus Karlsruhe. Zerfahren diese Minuten gerade. Aber Zwickau lässt den KSC nach wie vor nicht zur Entfaltung kommen und Alois Schwarz reagiert zum ersten Mal. Sergio Serraria wird kommen. Burak Çamoğlu hat Feierabend. Und der 12-fache Nationalspieler der Türkei betritt den Rasen. Im Dezember aus der Vereinslosigkeit geholt. Davor 2 Jahre in Fürth gespielt. 35 Mal Erste, 129 Mal Zweite Liga. Gegen Köln ist er ganz am Ende eingewechselt worden. Das Drittligaspiel seit fast 4 Jahren. Heute bekommt er ein paar mehr Einsatzminuten. Seine Qualitäten sind gefragt am heutigen Abend hier in Zwickau. Da ist er zum ersten Mal am Ball gegen Katalis. Wird direkt mal gepflügt und da gibt es Geld für Katalis. Serraria, glauben Sie mir, der steht gleich wieder auf und macht weiter. Katalis, das war keine heftige Grätsche, das war, glaube ich, eher wiederholtes Foulspiel. Hat er im ersten Abschnitt schon mal hingelangt. Ja, und da kommt er schon mit viel Speed. Trifft zwar auch den Ball, aber säbelt schon auch den Serraria um. Geht in Ordnung, diese Verwarnung. Zweite im Spiel, erste für Zwickau. Rosbach hatte die andere gesehen. Onizek. Kommt nicht ran. Dafür Lorenz. Lässt er den aus. Gibt aber Abstoß. Ja, da hilft auch das Motzen nicht. Halbe Stunde noch Zeit. Für die Gäste. Zumindest einen Punkt zu entführen. Hinspiel ging ja auch 1:1 aus. In ein paar Sekunden wissen wir auch die Zuschauerzahl. Ich tippe mal so auf vielleicht gut 4.
Nicht so schlecht geschätzt. 4013. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Hoffmann, Schussposition. Verzieht, da lagen gleich zwei Spieler am Boden. Wanicek ist es auf jeden Fall und es müsste. Ja, schwer zu sagen, was da noch ist. Mit der 18. Lauberbach. Schmerz der Oberschenkel. Für Wanicek geht's weiter. Also 4000 Zuschauer hier heute zugegen. Gegen Braunschweig. Im ersten Heimspiel in diesem Jahr waren es 4125. Also in etwa identisch. Der Zuschauerzuspruch, der Schnitt liegt knapp über 5. Für Lauberbach wird es auch gleich weitergehen. Macht ein gutes Spiel. Der Neuzugang aus Erfurt. Aber das kann man auch nach einer Stunde über die komplette Zwickauer Mannschaft sagen. Jetzt müsste Lauberbach eigentlich wieder zurückkommen auf den Rasen. Kein Vorspiel an Scheu. Und Parteischer lässt ihn noch nicht. Jetzt darf er wieder. Und das Foulspiel von Goal gegen Choi. Der Amerikaner foult in Südkorea und der Bayer pfeift. Im Westen von Sachsen. Fußball mit internationaler Note par excellence. Lorenz mit links, Wanicek mit rechts. Ja, einer für Lorenz mit Schnitt Richtung Fünfer. Aber Wanicek macht's. Piso bekommt den Abschluss. Abgeblockt. Handspiel wird gerufen und Handspiel wird gepfiffen. Und wie schon gegen Groß Asbach pfeift Herr Haselberger einen Handelfmeter für den KSC. Piso, erklärt mir mal, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat. Mit den Armen geblockt. Lauberbach, Mensch, wäre er mal draußen geblieben. Hat's verursacht. 64. Minute. Gelb gibt's auch. Und Anton Fink. In Chemnitz durchaus, in Zwickau durchaus unbeliebt durch seine Chemnitzer Vergangenheit. Mit der Gelegenheit zu Drittligator Nummer 132. Duell gegen Brinkies, gegen Groß Asbach. Hat Fink verschossen. Und hier gegen Brinkies, der ist fast dran. Der ist nicht gut getreten, dieser Elfmeter. Aber der Ball ist im Tor. Und in der 65. schlägt Anton Fink zu. Wir schauen noch mal drauf. Können wir es auflösen? Beim Abschluss von Piso, da sieht man erstmal gar nichts. Auf jeden Fall hat dieser Schiedsrichter einen Top-Blick. Und da ist schon verdammt viel Dusel dabei bei diesem Strafstoß von Anton Fink. Brinkies hat die richtige Ecke, aber der ist irgendwie nicht platziert. Und genau das war das Entscheidende. Sehr heikle Szene. Natürlich hadert der FSV. Aber das müssen sie jetzt sofort aus den Köpfen schütteln. Sich nicht verunsichern lassen. Das bis hierhin richtig gute Spiel sollte aus Zwickauer Sicht jetzt nicht mental kippen.
Karlsruhe spielt das natürlich jetzt in die psychologische Karte. Ja, Lorenz muss aufpassen, was er da für Gesten in Richtung Schiedsrichter schmeißt. Das war schon am Rande einer gelben Karte. Wir versuchen gleich nochmal eine andere Einstellung zu präsentieren, ob es ein Handelfmeter war oder nicht. Erstmal dieser Einwurf von Lorenz. Oh, schöne Waffe, aber Poirier verlängert in die Arme von Brinkis. Piso. Das Duell geht bislang nicht an den Zwickauer. Der sieht da kaum Land gegen den Karlsruher Kapitän. Und wir blicken nochmal auf die Szene. Ich denke, es ist vertretbar, weil der Begriff Schutzhand zählt nicht mehr. Und er nimmt die Arme eben vor seinen Körper. Und anatomisch sind die an der Seite angebracht. Und dadurch, dass er seinen Bauch, was auch immer, vielleicht auch den Pillemann schützen will, bekommt er den an die Hand. Und wie gesagt, Schutzhand gibt es nicht mehr. Von daher ist das schon ein vertretbarer Pfiff. Wenn auch sehr hart. Freistoß Zwickau. Kartales mit links. Hoffmann, der Torschütze mit dem rechten Fuß. Der liegt nicht schlecht, aber nicht mit genügend Bums, um Opoff vor Probleme zu stellen. Nächste Unterbrechung. Es wird nicklicher. Wieder bekommt Wanicek auf die Socken. Da bin ich aber jetzt schon auf die Interviews nach der Partie von Alex Küpper mit den Protagonisten gespannt. Wir werden natürlich die Frage stellen, ist das ein Handelfmeter oder nicht? Der Mann, der den Strafstoß verursacht hat, geht jetzt auf jeden Fall raus. Leon Lauberbach hat Feierabend. 20 Minuten vor dem Ende kommt Tarsis Bonga. Leon Lauberbach, 9-4, 32, Tarsis Bonga. Heute mal wieder von der Bank, hat aber auch schon des Öfteren in der Startformation gestanden. Zuletzt auch gegen die Fortuna, da war es die Doppelspitze mit König. Heute war König Lauberbach, jetzt Bonga, der 22-jährige gebürtige Bonner mit Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo, für die verbleibenden 20 Minuten auf dem Feld. Choi, Manicek, Rosbach, Lorenz, mal eine gute Ballstaffette der Karlsruher. Und Reinhardt mit saftiger, guter Grätsche. Der hat heute wieder ein exquisites Stellungsspiel. Fängt extrem viele Hereingaben ab. Das war ein Foul von Hoffmann. Ja, das ist korrekt. Aber klar, schießt sich jetzt hier das Publikum auf den Unparteiischen ein. Man kann es nachvollziehen.
Wir haben die Bilder. Der Stadionzuschauer hat die nicht und den Videobeweis gibt es in der dritten Liga auch nicht. Ich persönlich finde das sehr gut so. Was der Videobeweis für Emotionen kaputt macht, da erinnere ich mich am vergangenen Wochenende an dieses Spektakel zwischen Freiburg und Wolfsburg. Als ganz Freiburg ausrastete und jubelte in der Nachspielzeit und das Tor zum 4:3 nicht zählte. Und die ganze schöne Freude wurde kaputt gemacht. Das passiert in der dritten Liga nicht. Wenn auf Tor entschieden wird, darf man sich freuen. In vollen Zügen. So ein bisschen hat Zwickau schon zu knabbern an diesem 1:1. Sie schaffen es nicht mehr, gefährlich vors Tor von Uphoff zu kommen. Sind aber nach wie vor extrem emsig in den Zweikämpfen. Aber das Momentum aktuell beim KSC. Fink, Joy. Lorenz. Ballverlust. Nächster Ballverlust von Lorenz. Aber noch darf er weiter mitwirken. Macht für mich kein gutes Spiel heute. Marc Lorenz. Ja. Das Foulspiel passt da ganz gut ins Bild. Und sieht jetzt gelb. Und die bekommt er auch zurecht. Hat zuvor schon ein, zwei Mal einfach die Klappe nicht gehalten. Mit jeder Entscheidung des Unparteiischen. Verbal geantwortet. Und da finde ich es nur konsequent, dass der 26-Jährige jetzt auch mal durchzieht und Lorenz die gelbe Karte unter die Nase reibt. Seine 8. in dieser Saison ist also durchaus dafür bekannt, dass er gerne mal eine Verwarnung kassiert. Freistoß ausgeführt. Jetzt hätte Zwickau ganz gern den Handelfmeter. Aber die Pfeife bleibt stumm. Fourier gegen Barilla. Ist alleine. Muss es allein machen. Macht's auch alleine. Macht's gar nicht so schlecht. Und holt den Eckball raus. Abgefälscht noch von Anthony Barilla. Zwickau ist nochmal beim Schiedsrichter. Herr Hanselberger gerade zu Lorenz, wenn ich die Lippen richtig gelesen habe, hören Sie auf zu lamentieren jetzt. Recht hat er. Eckball Wanicek. Keiner kommt ran. Aus der Regie höre ich gerade, war kein Handspiel von Karlsruhe, sondern nur die Hüfte eines Karlsruhers. Und glaubt's mir, die haben ganz scharfe Augen bei uns in der Regie. Aber es erhitzt sich hier bei Temperaturen mittlerweile um die 0 Grad in Zwickau. Da friert auf jeden Fall keiner ein. Ist aber auch ein Spiel, was jetzt nicht mit Hochglanzfußball aufwartet. Aber schon die ein oder andere brisante Szene dabei hat. In der zweiten Halbzeit auch vermehrt mit etwas rustikaleren Zweikampfaktionen. Nächste Verwarnung. Reinhardt mit dem Foul an Lorenz. Schröter was, denke ich nicht. Ich glaube, Reinhardt hat die Verwarnung gesehen. Oder was, Schröter? Ne, da habe ich schlecht hingeguckt. Schröter gegen Lorenz. Erste Verwarnung in dieser Saison.
für Moritz Schröter. Schlussviertelstunde ist angebrochen. 1-1. Das geht schon jetzt von den Spielanteilen in Ordnung so. Auch wenn die Entstehung sicherlich etwas glücklich für Karlsruhe ist. Aber vergessen wir nicht diesen Pfostenschuss von Poirier in der 51. Minute. Und wir klären auch noch mal bildlich auf. Das ist kein Handspiel von Choi, sondern nur die südkoreanische Hüfte war. Katalis. Stark vom Griechen. Gegen Sacharer. Die Flanke passt auch. König. Ja, leichter Armeinsatz, aber alles im Bereich des Erlaubten. Und schon wieder wird auf Handspiel reklamiert bei den Westsachsen. Zwischen den Trainerbänken gibt es das ein oder andere Verbalscharmützel. Oliver Kreuzer auch gerade mal aufgesprungen. Legt sich jetzt auch noch mal kurz mit dem Publikum an. Also es ist jetzt hier sehr viel dabei in diesem Spiel. Und auch Davy Frick wird hier gleich mitmischen. Erstmal kommt aber König, bekommt er nicht abgelegt auf Reinhardt. Stark von Kobalt, wie er da noch den Fuß dazwischen bekommt. Gibt die Gelegenheit zum Tausch. Hoffmann wird den Platz verlassen. Davy Frick kommt rein in die Partie. Das ist jetzt aber auch eine Atmosphäre auf dem Platz, wo sich Davy Frick pudelwohl fühlt. Das Problem von Frick, er hat 9 gelbe Karten gesehen in dieser Saison. Und er würde sicherlich ganz gern das Derby gegen Jena spielen, seinen Ex-Verein. Aber da muss er sich jetzt ein bisschen zusammenreißen in den verbleibenden 12, 13 Minuten. Auch Karlsruhe wechselt, das ist für mich ein nachvollziehbarer Tausch. Lorenz raus, Röser rein. Der macht ihn nochmal scharf. Ebenfalls 79. Minute, zweiter Wechsel bei unseren Gästen aus Karlsruhe. Aus dem Spiel geht der Spieler Nummer 7, Marc Lorenz. Neu im Spiel der Spieler Nummer 11. Weiter geht's mit Einwurf, Katalis. Gar nichts. Poirier gegen Brian Gall. Ich finde, der Amerikaner macht ein starkes Spiel. Nächstes Foul, Sacharia. Beide Trainer haben jetzt noch eine Wechseloption. Und Zwick auf Freistoß. Darf. Das Publikum ist etwas skeptisch, weil nur eine Ein-Mann-Absicherung da ist mit Könicke. Aber solange der Ball im gegnerischen Strafraum ist, und der liegt nicht schlecht in der Luft. Piso klärt zum Eckball. Standard-Zwicker. Die finden noch mal ein bisschen Zugriff in der gegnerischen Hälfte. Am und im Strafraum von Benjamin Upov. Könicke sichert ab. Brinkies hält sich in der eigenen Hälfte warm. Und Könicke ist 30 Meter vor dem Tor der letzte Mann. Alle Karlsruher am und im Strafraum. Ecke von Katalis ist schwach getreten. Und Sacharia marschiert. Wie viel Speed hat er noch? Ja, das sieht ordentlich aus. Aber Könicke schaltet rechtzeitig in den dritten Gang.
Nächster Freistoß. Noch 9 Minuten zu absolvieren. Bleibt's beim 1:1, wie im Endspiel. Das würde beide jetzt nicht wirklich glücklich machen. Aber sicherlich mehr dem Gras C als Zwickau helfen. Frick auf Bonga. Bonga vorbei an Kobalt. Tarsis Bonga! Große Gelegenheit. Starkes Solo von Tarsis Bonga. Das traut man den immer gar nicht zu. Der sieht so schlaksig aus mit seinen über 1,90. Aber der hat ganz viel Gefühl im Fuß. Enge Ballführung. Und dann trifft er den auch satt. Aber es fehlt ein guter halber Meter. Man muss aber auch dazu sagen, dass das die gefährlichste Aktion von Zwickau bislang war im zweiten Abschnitt. Könnecke, sie machen nochmal Druck. Tiede klärt, nicht gut. Davy Frick kann ablegen. Könnecke, abgefälscht. Sah gefährlicher aus, als es war. Aber es gibt den Eckball. Schröter was. Zwickau powert hier nochmal in den letzten 7 Minuten. Varela, Opov, der ist nicht leicht für Opov. Geht mit Abschluss weiter. Grundsolider Schlussmann gegen Jena beim Gegentor. Keine gute Figur gemacht, aber in der Regel können sie sich auf den 25-Jährigen gebürtigen Burghausener verlassen. In seiner Karriere in der dritten Liga 36% zu 0. 91 Spiele, 33 Mal den Kasten sauber gehalten. Das ist ein höchst anständiger Wert. Minuten. Alois Schwarz gibt letzte Anweisungen an Alexander Greuß. Er wird gleich in die Partie kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es den Südkoreaner Choi erwischt, der viel geackert hat. Aber jetzt eventuell den Platz verlässt. Nee, Anton Fink ist es. Ja, dann ist Herr Schwarz wohl mit dem Punkt zufrieden. Merkt auch, dass Zwickau in den letzten Minuten noch mal ein bisschen Luft bekommt. Sichert lieber den Punkt ab. Anton Fink bedankt sich für die Pfiffe beim Zwickauer Anhang. Und Alex Greuß für die verbleibenden Minuten. Als zusätzliche Kraft im Mittelfeld Marvin Poirier, jetzt einzige Spitze, so ein bisschen dahinter der Südkoreaner Choi, der eigentlich auch eher für die offensive Außenbahn oder als hängende Spitze verpflichtet wurde.
Königke, nächste gefährliche Hereingabe. Rosbach klärt. Orca Thalis. Joy lässt ihn liegen. Alois Schwarz deutet auch nochmal an, ruhig. Also man muss auch offen und ehrlich sagen, dass hier der KSC den Sieg hier in Zwickau mit dem bislang angebotenen auch nicht verdient hätte. Das 1:1 ist unterm Strich schon leistungsgerecht. Aber von der Bereitschaft vor dem Tor vor allem bringt mir Herr Zwickau über das gesamte Spiel insgesamt den Tick mehr auf den Rasen. Bleibt ab dabei, unterm Strich wäre es ein leistungsgerechtes 1:1. Ballverlust von Greuß, nochmal Bonga. Ja, will sich in Abschlussposition bringen, dann ablegen auf Frick, das misslingt, jetzt muss er hinterher im Zweikampf mit Röser. Rosbach, der Linksverteidiger. Aber Bonga zeigt auch, dass er sehr mannschaftsdienlich arbeitet. Nach Ballverlust daneben versucht, das direkt wieder auszubügeln. Das ist erlaubter Einsatz. Auch wenn das Rosbach natürlich ein Stück weit wehtut. Da hört der Rasen recht schnell auf. Und über so Kopfsteinpflaster zu schlittern macht nur bedingt Spaß. Marvin Poirier. Ich glaube, der wird in seiner Karriere auch nicht mehr so gern gegen Wachsmuth und Co. spielen wollen. Wir haben sie sehr gut im Griff. Aber nochmal der Ballverlust beim FSV. Sararia ein bisschen überzahlt. Tiede marschiert nochmal mit. Aber dieses Anspiel von Sararia. Ja, ich glaube, das lag nur zum Bruchteil am Rasen. Übrigens, Herr Sararia, den Kragen hochmachen darf eigentlich nur Eric Cantona. Ansonsten habe ich das sonst nur von Steffen Baumgart zu seiner aktiven Karriere gesehen. Letzte Minute läuft. Dann vielleicht noch, ja, 3. Ein Klassiker wahrscheinlich. Obendrauf. Gibt es hier noch einen ganz späten Sieger? Der KSC marschiert mit Röser. Und eine ganz wichtige Kopfballabwehr von Katalis. Sararia war bereit. Nochmal Tiede. Nochmal abgefälscht von Katalis. Gibt es noch eine Standardsituation für Karlsruhe? Macht er stark, Tiede. Vergisst aber die Flanke. Wann will er sie denn bringen? Und was gibt's jetzt? Der Linienrichter steht daneben, ist sich nicht sicher und wartet, was der Schiri sagt. Gibt Eckball. Aber das muss aber eigentlich der Assistent da aus dieser Situation sehen. In dem Fall Christopher Schwarzmann. Ich glaube, es sind 3 Finger, die der Schiri gerade nach oben gerichtet hat. Nachspielzeit läuft. Gibt die Ecke für Karlsruhe. Warnicek, gefährlich wird's. Aber König steht gut und wichtig. Und so schwärmt Zwickau sogar noch mal aus. Piso gegen Königke. Da arbeiten beide mit dem Körper. Richtig von Haselberger, da weiterlaufen zu lassen. Und auch irgendwie gut so, dass die Ecke jetzt nichts eingebracht hat. Das war umstritten. Auf jetzt in der Nachspielzeit 3 Minuten. Wer geht hier nochmal Risiko?
Sararea holt den Einwurf raus. Zwickau bereitet nochmal einen Wechsel vor. Ich glaube, Miatke wird gleich noch kommen für die verbleibenden Spielsekunden. Aber erstmal marschiert der Poirier, hat nochmal Platz. Gutes Anspiel für Röser. Der kann das mit dem Ball. Nimmt Tiede mit, hat sehr viel Platz zur Flanke. Die ist aber schwach. Frick klärt, akrobatisch. Oh, gutes Anspiel für Choi. Ein Tick zu weit, wäre kein Abseits gewesen. 1:30 der Nachspielzeit rum. Die Hälfte also weg. Jetzt nehmen wir nochmal 30 Sekunden runter. Kartalis bekommt den Auftrag, sich nochmal ins rechte Mittelfeld zu verabschieden, weil er jetzt runter muss. Das ist ihr Thema. Nochmal so kleine Einlagen. Der hat die Mitte des Spielfeldes das komplette Spiel nicht gesehen, aber jetzt in der Nachspielzeit marschiert er nochmal Richtung rechts außen, weil der Weg dann nochmal weiter ist. Miatke kommt rein, Kartalis hat seine Sache ordentlich gemacht, hat sich aufgerieben auf der linken Bahn. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Wird es das 11. ungeschlagene Spiel des KSC in Folge? Poirier gegen Wachsmut, jetzt kommt er mal vorbei. Hat auch das Auge für Röser, aber der schenkt nicht den Sieg, sondern nur den mitgereisten Fans ein Souvenir in Form eines Balles. Da könnte aber lange drauf warten, dass dieses Ding wieder zurückkommt. Ja, für die weite Reise kann man so einen Spielball durchaus auch mal als kleines Gastgeschenk betrachten. Und jetzt ist das Endergebnis amtlich. 1:1 zwischen dem FSV Zwickau und dem Karlsruher SC. Das geht in Ordnung vom Spielverlauf. Den Sieg, den Tick mehr, hätte für mich der FSV verdient gehabt. Karlsruhe hat sich hier sehr, sehr schwer getan gegen eine hoch engagierte Mannschaft aus Zwickau, die sicherlich ein Stück weit mit dem Unparteiischen hadert. Aber dieser Handelfmeter, verursacht von Lauberbach, ist keine Fehlentscheidung. Es ist hart. Aber er nimmt sie eben vor den Körper und schützt seinen Körper damit. Und er bekommt ihn klar an die Hand. Und dann ist das kein falscher Pfiff. In der Entstehung sicherlich glücklich, weil sie kaum etwas zugelassen haben. Bis auf den Pfostentreffer von Poirier kam im zweiten Abschnitt auch wenig von den Karlsruhern. So bleibt es unterm Strich bei einem gerechten Remis hier am Dienstagabend. Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von BWin. Aber es ist für den Gastgeber ein Punkt, der Mut machen sollte. Nach dem zuletzt schwachen Auftritt in Köln. Heute ein deutlich anderes Gesicht gegen den Aufstiegskandidaten aus Karlsruhe. Dem Tabellenzweiten.